Weißt du. Hey! Wie läuft's? Morgen! Sieh mal an! Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit. Bist du bereit, loszuziehen? Ja, hab meine Sachen wieder die gefunden. Die neue Welt wartet. Gehen wir jagen. Jetzt gibt doch mal Lomi ein High Five. So, Jägerrangbegrenzung wurde aufgehoben. Jägerrang 29. Der Saphirstern. Zuvor unbekannte Materialien wurde als Synergieverteile. Aha. Stromsteinscherbe wurde vom vivianischen Jäger. Bla, Galerie wurde neue Zwischensequenzen hinzugefügt. Puh, krass. Neue Untersuchungsergebnisse sind auch noch verfügbar. Na, das wird jetzt lustig. Ich gehe erstmal runter zur Untersuchung. Handelshof. Boah, bin ich froh, dass ich wieder dieses Problem in den Griff gekriegt habe mit der Internetverbindung. Weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber im Prinzip habe ich die komplette PlayStation neu aufgesetzt. Einmal alles runtergeschmissen und neu installiert. Jetzt geht er wieder. Ja, komm, gib mir einfach meine Ernte. Zack, 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 zack. Okay, weiter. Ist natürlich die Frage, wie komme ich die Jägerränge höher? Nun, sprich. Ah, Xenogiva, Forschungsstufe. 2. Na, okay. Was sagt denn unser Monsterlexikon zu dem Vieh? Aha. Elemente von allem ein bisschen. Schlaf kann er überhaupt nicht ab, Betäubung ist auch nur ein bisschen, Explosion, okay, aber Gift, oh, Gift hat er ganz schön Probleme mit. Die Flügel sind brechbar, frag mich aber nicht, wie ich da rankommen soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, Klauen, Flügel, Panzer, USW, etc. pp. Oh, da ist noch irgendwas. Ah ja, genau, hier, der Diablos, genau. Da wurden mir jetzt wahrscheinlich noch irgendwas hinzugefügt, okay. Danke für deine Forschungsergebnisse, die waren jetzt echt hilfreich, glaube ich, vielleicht ein bisschen. Will eigentlich irgendwer was von mir, wenn ich schon mal hier rumrenne? Nö! Ist der Gossi wieder da? Auch nicht, ist gerade unterwegs. Gut, wir sind jetzt hier also Dauergäste, wenn du so willst. Wir sind umgezogen offiziell in die neue Welt. Dann müsste ich mir langsam häuslich irgendwo niederlassen. Monster Hunter World, jetzt mit Minecraft-Addon. Fälle auch du Bäume und baue dir dein eigenes Häuschen mitten in der Wildturmödnis. Na, Hausmeister? Haushälter! Ah, Kammer F5, bla bla bla, schwere Zeiten, komm jetzt hier. Was sagt denn die Safari? Haben wir mittlerweile fähige Leute? Ja! Mensch! Wir haben wieder fähige Leute zum Losschicken, das ist ja mal was Tolles. Komm, ihr geht jetzt mal in Xenogiva jagen. Nee, nimm mal Lavasiot, von dem brauche ich noch ein paar Teile, glaube ich, für irgendwas. Weiß gar nicht mehr für was, aber erstmal haben. Na, Kleiner? Ich habe dich auch schon lange nicht mehr gesehen. Geht's dir noch gut? Hast du genug zu fressen? Dann ist gut. Ah ja, mittlerweile habe ich auch den Walasarg Helm bilden können. Beim Rest fehlt mir allerdings noch ein bisschen was. Von daher mal sehen, was daraus wird. Wie spät ist denn jetzt eigentlich? 2:30. Ich muss doch die Ukulele-Folge rendern, die in 5,5 Stunden rauskommt. 3,5. Oh. Gut, dass du zurück bist. Ich habe einen dringenden Auftrag für das Feldteam. Und nicht schon wieder. In der Wildheim-Ödnis wurden 2 Basil-Joys gefunden. Sämtliche Jäger müssen dem sofort nachgehen. Der momentane Stand der Dinge ist, dass es dieses Monster nur hier in der neuen Welt gibt. Laut unseren Forschungen greift es seine Gegner mit besonderen Schuppen an, die es durch Verhärtung seiner Körperteile produziert. Hä? Die Quest heißt jenseits der explosiven Schuppen. Melde dich für sie an und dann ab mit dir ins Feld. Wir werden das schaffen. Nur mit Beharrlichkeit kann man es mit 2 Monstern gleichzeitig aufnehmen. Man muss wissen, wann man sich zurückhält und wann nicht. Neue Berichte über Goldspuren. Finde... Oh. Siehst du mal, dann machen wir das gleich danach, die Goldspuren. Dann habe ich ja gleich wieder das nächste Ziel. Siehst du, es geht immer, immer weiter, auch wenn du dein Ziel erreichst. Lebt dein Traum immer noch weiter tief in dir. Schmied!
Schmiede. Hey, Schmied. Moin, moin. Zeig mir mal die Rüstung. Was haben wir denn da jetzt Tolles? Wir werden doch bestimmt irgendeinen Zenojiva-Kram bauen können. Genau. Wusach, du Scheiße. Das ist denn doch eher was für mich? Ich meine, der hier ist schon krass und so und erinnert mich vor allem an unsere erste Legianer-Rüstung, aber wenn du dir mal oben da diese Krone anguckst, nee. Was mich jetzt allerdings noch interessieren würde, die Rüstungsfarbe. Oh, wir haben endlich einen Farbregler, wir haben einen Farbregler. Geil. Ah ja, das ändere ich damit, die Farben. Ich werde das mal alles auf grün setzen, dann sehe ich das auch. Mhm. Da sehe ich gerade nichts, aber das können wir ja gleich wieder gucken. Wir haben einen Farbregler, wir haben einen Farbregler. Jedenfalls behalte ich das hier jetzt erstmal. So, wir hätten dieses Ding und dieses Ding. Finde ich, ist die Alpha-Variante irgendwie cooler. Ich weiß, man sollte hier auch nach den Fähigkeiten gucken, aber da ich die sowieso nicht nutzen werde, sondern nur ums Aussehen gerade bekümmert bin. Ja, und das hier? Eindeutig das hier? Aha. Aha. Das hier. Ist also eine muntere Alpha-Beta-Rauf-und-Runter-Welle. Vor allem dieser glühende Schleier gefällt mir. Was brauche ich denn dafür? Noch ein Horn mehr, ja. Ich habe aber gerade so überhaupt keinen Bock, nochmal gegen den Zenojiva zu kämpfen. Das müsste ich, wenn dann... Ich weiß nicht, da muss ich mich wahrscheinlich mit anderen Leuten zusammentun, weil das überhaupt keinen Bock. Überhaupt keinen Bock. So gar nicht. Jetzt jedenfalls nicht. So, Palico-Ausrüstung. Zeig mir mal die Palico-Ausrüstung dafür. So, einen Speer. Hm. Ist jetzt nicht so beeindruckend, dieser Rapier oder was das ist. Dann sehen wir einen Jiva-Panzer. Mhm. Und ein Kleidchen. Das lassen wir mal. Du behältst das ein Gigantenzeug. Das steht hier einfach viel zu gut. Gut, Ausrüstung verbessern. Wo ist denn jetzt der komische Talisman? Ohrenstöpsel-Talisman. Warum gibt's da immer noch Fragezeichen? Was ist das? Kommt das erst irgendwann raus oder wie? Ich hab die Story durch. Was soll ich denn noch machen? Und hier? Ah, Daora-Horn, Theostra-Horn, Zenojiva-Klaue. Okay, dann werde ich wahrscheinlich das hier als nächstes in Angriff nehmen. Ich werde das mal zur Wunschliste hinzufügen. Scheiß auf die gigante Beinschienen. Oh, die Anjaraf-Zyklone hier unten, die können wir weg. So, Feuer und Eis. Sag ich doch hier. Von wegen Explosion. Feuer und Eis. Seltenheit 8. Okay, Theostra-Horn plus. Das dürfte leicht zu beschaffen sein. Daora-Horn plus wird etwas ätzender, aber egal. Warte mal, plus? Wo sind die Daora-Dinger? Soramaktarus, Kirinbaum, Tobi Kadashi, Lavasiot. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Kushala Daora Set. Okay, okay. Ich dachte schon, die haben jetzt nochmal eine stärkere Version davon. Das wäre so zum Kotzen, wäre das gewesen. Komplette Rüstungssets. Haben wir da Mega Man? Ne, wir haben da nur Aloy und das ist gerade nicht drin. Gut. Rüstung, nee. Verbessern. Wieder zu den Schwertern. Was können wir denn noch so Feines machen? Zenojiva-Dinger, was haben die? Pff, wer will denn das? Toll, es hat zwei Slots, aber ansonsten kannst du das Ding noch in der Pfeife rauchen. So, dafür brauchst du einen Zenojiva-Panzer. Was haben wir hier? Monarchen? Hoffenweise Kirin-Zeug und wieder Zenojiva-Zeug. Das ist jetzt hier so die Hure für alles, oder was? Hm, haben wir noch irgendwelche neuen Dinge? Ah ja, hier. Seltenheit 8. Basil Doppelklingen. Da brauche ich mal wieder einen Edelstein und 13 und Jiva Flügel. Du brauchst den jetzt für alles hier. Wirklich für alles. Die sehen sau interessant aus. Dezimierungsklauen. Ja, Gigantebaum. Hm. Und natürlich auch wieder Zen und Jiva Hörner.
Ja, das kann ja was werden. Ach, sieh mal einer, guck hier, das ist eine richtige Aufgabe sogar. Und es sind gepanzerte... Mhm. Hier muss ich noch irgendwelche Dinger finden. Okay, wo kriege ich die denn her? Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen einzufangen oder so. So, was haben wir hier? Diabolos, Rathia, Rathalos und... So, alles Einzeldinger, die ich irgendwann mal machen kann, wenn mir langweilig ist. Der verblöde Kieran Plus. Bin ich nicht so der Fan von gerade, überhaupt nicht. Okay, Basil Joyce. Du weißt doch, wie wir das gemacht haben, Lomi? Da werde ich mal unsere aktuelle Rüstung woanders hinpacken. Setz verwalten, so ist das Kieran-Set. Gustav. Gustav. Ohrensausen. Daura. Ja, gib mal das Ding her. Oder? Wir machen das mal anders. Basil Helm. Basil Panzerung. Basil Arm. Basil Hüftring. Was machen die Dinger? Bombardier und kritisches Ziehen. Ja, okay. Wieder mal das Zeug. Gut. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich wahrscheinlich nicht mehr alle Dekorationen so habe, wie ich will. Zeig mal die aktuelle Ausrüstung. Lähmungswiderstand ist auf 2. Anti-Lähm, Anti-Lähm. Anti-Explosion und Gegengift-Juwel. Gut, das Gegengift-Juwel kann ich noch gegen ein Anti-Lehm-Juwel austauschen. Gut, dann habe ich jetzt auch hier... Was? Gibst du das mal her? So. Lähmungswiderstand 3, Explosionswiderstand 3, kritisches Ziehen 3 und die Ohrstöpsel auf 5. Da siehst du mal. Blocken, Bombardier und Explosionsangriff sind eh scheißegal. Also eigentlich könnte ich auch hier den Anti-Explosionsjuwel. Nee, das ist ein Explosionswiderstand. Aber was ist denn, wenn ich den wegnehme? Dann fehlt mir was. Gut, das lassen wir mal. Gut, dann aktuelle Ausrüstung. Nee, Quatsch. Ausrüstung ändern. Was ist denn das Ohrenzausen-Set? Das neue, das speichere ich mal. Yep. Komm, Lomi. Wir stürzen uns einfach mal spaßenshalber an dieses goldene Ding und werden uns dann grün und blau ärgern, weil darum. Es sei denn, haben wir noch irgendwas anderes zu erledigen? Bestimmt eine Menge. Weißt du, Partner, wir sind öfter vom Himmel gestürzt, als ich an meinen Fingern abzählen kann. Hast du so wenige? Ich bin überrascht, dass wir uns nicht alle Knochen in unserem Körper gebrochen haben. Aber nichts in der neuen Welt geht mehr in die Knochen als meine Aufgabe, alle Ess- und Trinkbaren Dinge zu dokumentieren. Oh nein. Ah ja, immer noch die Quest. Bist du doch nicht mal langsam fertig? Wir haben uns doch mittlerweile durch jedes Gebiet gefressen. Ich würde hier gerne Leute einladen, aber es werden keine kommen. Starten wir da? Da, ja. Ah ja. Nur mal kurz schnuppern gehen, was das so ist. Ich habe noch nie gegen gehärtetes Monster gekämpft und dann noch 2 auf einmal. Dann noch 2 Basil Joyce gehärtet. Ich kann euch versprechen, das wird nix. Aber mal gucken gehen, ne? Wahrscheinlich hat Capcom dieses Katzenvideo gefleckt, weil das das einzige ist, was konstant ist in sämtlichen Let's Plays. Weil ich sehe mit jeder Rüstung anders aus, jedes andere Bild sieht anders aus, sieht alles immer anders aus. Aber die kochende Katze, die ist immer gleich. Nimmst halt, was du kriegen kannst, ne? Und los!